das ist eine Unterhaltung. Natürlich ist das Unterhaltung, wenn da Geld fließt. Bruder, ich sehe zu, dass dieser Boxkampf nicht stattfinden wird mit der. Bei Gott, sonst ich werde die dort kaputt hauen. Ich schwör auf meine Mutter, Bruder. Ich schwöre dir, das ist mein völliger Ernst. Yani die wird sich dort blamieren, bis zum geht nicht mehr. Hart. Ja, Bruder, iki göz, Bruder, bir tane yarak kendilerini yaptığını, ist komplett anderer Mensch geworden, Bruder. Komplett anderer Mensch. Bruder, vallahi komplett anderer Mensch. Yarak gördü, komplett anderer Mensch. Ich weiß nicht warum, Bruder, keine Ahnung, frag mich. Beim Audio, Da also frag halt, was auch mit bisschen mit quasi zu tun. Oder die hat das in den falschen Hals bekommen, weißt du? Du kennst doch diese Menschen, die mal wollen gerne Futter machen und die ist so eine Person, sie leitet sich Strom, sie leitet sich um an diese Menschen, weißt du? Die glaubt den Menschen, die ist krank, Bruder. Gestern noch habe ich von ihrer Mutter eine Nachricht bekommen, ist meine Tochter mit dir? Nein, weißt du, was ich meine? Sag ich nein, deine Tochter ist nicht mit mir, Alter. So, weißt du, was ich meine? aber wie ist das alles passiert? Das muss ja irgendwie angefangen Bruder, haben. Walla, Billa, ich habe diesem Mädchen nichts getan, ne? Obwohl ich sie, Walla, Billa, obwohl ich sie, ne? Walla, mit einem Chat komplett oder mit einem Bild komplett vernichten könnte. Ich schwöre dir, bis jetzt, ich habe immer noch nichts gemacht, bis jetzt. Dimi, Dankeschön. Weißt du, was ich meine? Und sie ist so undankbar und ich hasse undankbare Menschen, Bruder. Ich hasse undankbar. Wenn ich doch so ein schlechter Mensch bin, warum willst du dann gegen mich kämpfen? Es war doch eh alles Promo. Weißt du, was ich meine? Natürlich, will sie kämpfen, weil da natürlich Para fließt, weißt du? Aber Bruder, ich werde keine Gnade haben. Ich habe dir gesagt, komm, wenn ich mit dir kämpfen werde, dann kämpfe ich mit dir, dann werde ich mit dir kämpfen, aber ich werde dich gnaden. Also ich werde dich jetzt nicht so kaputt hauen, weißt du? Aber jetzt, Bruder, natürlich habe ich Hass in mir, Bruder. Weißt du? Die hat doch keine Chance gegen mich. Jetzt mal wirklich im Ernst, so, weißt du? Ist so. Hart. Ja, Bruder, einfach mit keinem mehr zu tun haben, Bruder. Bruder, man lernt einen Mann kennen und dieser Mann leitet dich irgendwo hin. Bruder, so sind Frauen, weißt du? Und ich will mit keiner Frau, Bruder, ich will mit keiner Frau mehr zu tun haben, weil die leiten sich alle über Männer und keine Ahnung, kaum hast du einen Mann kennengelernt, der ein bisschen parat. Ach, keine Ahnung, Leute. Ich will dazu nicht sagen, fuck mich nur ab, Digga. Diese Menschen. Diese ganzen Menschen hier drinnen sind so verlogen, das ist nicht normal. Das ist nicht normal, Digga. Sag, wie ist es? Ja, aber was hat die Sache jetzt mit Casanova zu tun? Die Sache hat damit hat's halt ein bisschen angefangen. Back, ich war mit Kasi live, ne? Also, ich war so wie du live, aber er war als Gast. Nee. Nein, wir waren so wie wir live, ne? Und das Problem ist, du kennst doch Casanova, ne? Ja, nee, er ist richtig so. Wie soll ich dir das erklären? Du weißt, wie er ist, Bruder, weißt du? So, der ist halt so ganz. Der redet ganz komisch. Aladdin, damit. Wie meinst du komisch? Ich weiß gar nicht, wie der redet. Ich weiß nur, dass er wieder so wie ein Ibne so redet, so wie das. Aber. Bruder, guck mal, ich erkläre dir, was im Live passiert ist, okay? Guck mal, live ist passiert, ich war mit ihm live, er hatte so seine 10, 15 Minuten, er erzählt mir von wegen, ja, aber er meinte sich selber, ne? Er will Cowboy sein und er hat gesagt, lass du, ich, Sarah, Sanita und so, in die Schweiz, sagt er. Aber er will sich selber, anladın? Er will sich selber verkaufen. Er will sich selber, also er ist der Cowboy. Er will ein Cowboy sein für die Frauen, anladın? Er sieht das so und die Leute haben so umgedreht, dass dieses Mädchen für Casanova ackern geht, anladın? Und diese Leute haben das halt beziehungsweise so halt keine Ahnung, weitergegeben, weißt du, was ich meine? Obwohl Casanova von sich selber aus behaupten wollte, ja komm, lass mich als Cowboy sein. Anladın, Bruder? Ja, aber der hat ja indirekt schon der Ruf ist schon sowieso gefickt, der aber noch einen draufgesetzt. Weißt du, was ich meine? Er hat sich da so dargestellt, ja, tamam, aber
Bruder, guck mal, meine, so, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Die haben einfach das Video genommen, haben es so dazu gebracht, dass das Mädchen seine, du weißt schon, was ist. Aber was kann ich dafür, wenn die Menschen einmal ein Video nicht von Anfang bis Ende gucken, dann passiert sowas, Bruder. Weißt du, was ich meine? Dann passieren Missverständnisse. Das ist leider so. Weißt du? Ja, hat das eine Bekunde da, ja. Natürlich, Bro. Das ist, ja, nee, egal was ich hier sage, ich lüge nicht, Bruder. Das ist die Wahrheit. Jeder weiß, was ich hier damit meine. Und das ist das Problem. Die Menschen wissen, dass Casanova von sich selber behauptet hat, dass er ein Cowboy ist. Beziehungsweise Cowboy will, also Cowboy sein will. Beziehungsweise in der Schweiz. Aber die Leute haben es so umgedreht, dass dieses Mädchen, du weißt schon, was ist von ihm. Hallo. Cowboy ne demek oluyor? Cowboy, değil mi? Danke dir. Cowboy, hani kadınlar var ya, Esko, du Ne? weißt. Diese, aber das gibt's halt auch für Männer. Und das ist ein Cowboy. L'amour, Casanova ist mein bester Freund. Was und du kleine Eri. Weißt du? Ja.